ja, im Workshop Denkmalpflege ging es vor allen Dingen auch um die Fragen, was kann denn Denkmalschutz für die Zukunft leisten? Nicht nur im Blick auf den Heimatbegriff, sondern auch im Blick auf die Probleme, denen wir uns alle stellen müssen. In unserem Workshop Denkmalschutz, Denkmalpflege ging es neben der Bedeutung der Denkmalpflege für die Tradition auch um ganz wichtige Fragen, was Denkmalpflege für die Zukunft bedeuten kann oder was sie leisten kann, um Zukunftsprobleme zu lösen. Da wären zum einen mal zu nennen, was kann Denkmalpflege beitragen, um den ethnischen Wandel in Bayern zu bewältigen und auch mitzugestalten. Also ganz klar, wie nehmen wir die Migranten und Migrantinnen mit herein in einen sinnvollen Ansatz für die Denkmalpflege oder demografischer Wandel? Wie gestalten wir den demografischen Wandel? Können Denkmäler oder auch gerade die Rückbesinnung auf urbane Zentren dazu was beitragen? Und natürlich einen ganz breiten Raum nahm bei uns die Energiewende ein, die Diskussionen, ob Windräder nun überall stehen dürfen, ob man die in Sichtweite von Denkmälern bauen darf und ob Photovoltaikanlagen auch auf jedes Denkmal gehören.